Okay, weiter geht's mit Österreich. Jetzt ist die Frage, wo sind wir denn beim letzten Mal stehen geblieben? Wir haben 16 Infamie. Vor allem, jetzt kommen ja bald die großen Kriege. Wir sollten schauen, dass unsere Infamie weiter sinkt. Die großen Kriege habe ich ja fast vergessen. Da kann man ja ein Kriegsziel hinzufügen für 3,6 Infamie. Da könnte man noch relativ schnell doch einiges auch erobern. Ob jetzt von Ungarn oder von Preußen oder den Deutschen, wie sie sich hier nennen. Obwohl wir ja eigentlich die meisten unter Kontrolle haben. Ein Problem ist, dass die leider immer noch Großmacht sind, dieses Deutschland. Und damit uns die Einflusssphäre streitig machen. Wie sah es mit den Kolonien aus? Da habe ich, glaube ich, jetzt schon überall begonnen. Da können wir am 15. Oktober diese Kolonien noch fertigstellen. Das ist super. Wir hatten hier unten noch eine Armee. Die sollten wir vielleicht mal abholen. Mit den Schiffen hier. Läuft sonst noch irgendwas aktuell? Keine Kriege. Ungarn ist Großmachtrang 7. Es ist nach wie vor einfach unfassbar, dass Ungarn da so stark ist und mit Frankreich verbündet. Wer ist unser Bündnispartner? Schauen wir mal kurz. USA, Portugal, Spanien und die ganzen kleinen Staaten. Aber USA halt ist einer der unzuverlässigsten Bündnispartner, also mir wäre es schon eher daran gelegen, irgendeinen anderen noch zu bekommen. Wir sollten aber weiter schauen, dass wir auch Beziehungen verbessern. Beziehungen verbessern. Ach, nee, wisst ihr was? Ah, was wisst ihr, was wir noch machen wollten? Das haben wir doch ganz am Ende festgestellt, dass wir wieder den Krieg führen können gegen Skandinavien. Richtig. Den wollte ich auch führen. Den Krieg gegen Skandinavien. Weil wir können ja diesen Vereinigungskrieg um Skandinavisch-Schleswig, das kostet uns nur eine Infamie, führen, um das zu erobern hier. Dann haben wir das nämlich schon mal geschafft. Richtig. Wir sollten also unbedingt unsere Truppen in Position bringen. Wir werden sehr viel über die Niederlande, denke ich, marschieren. Das heißt, ich bringe mal einen Großteil meiner Truppen dorthin. So. Aber wer weiß, ob die Skandinavier nicht direkt nach Süden noch reinmarschieren. Deswegen sollte ich auch eben einige Truppen hier in der Nähe belassen. Die Frage ist, müssen wir mobilisieren? Da bin ich mir nicht so sicher, ob das notwendig werden wird. Ob wir gegen Skandinavien unbedingt mobilisieren müssen. So extrem viel können wir auch nicht mobilisieren. 32, das wären dann drei Armeen. Müsste man schauen, denke ich mal. Machen schon wieder so viel Minus. So, mal ein bisschen mehr von den Reichen noch holen. Ups, nicht so viel. So. Okay. Ja, die Armee kostet uns halt auch echt einiges. Senken wir mal den Wehretat, oder? Bisschen. Wir wollen ja eher grüne Zahlen schreiben. Fehlt hier nicht eine Armee? Ah, da kommt noch eine. So. Ich würde sagen, wenn sie mobilisieren, dann kann ich auch noch mobilisieren. Das, wie gesagt, dauert jetzt hier noch ein bisschen. Nee, ich würde sagen, bevor wir da jetzt ewig warten, nutzen wir die Gunst der Stunde. Die sind nur mit den Niederländern verbündet. Ich hoffe, Skandinavien kriegt Unterstützung von den Niederländern, weil sonst haben wir ein Problem. Sonst kommen wir da nicht hin. Krieg erklären, Vereinigungskrieg, Skandinavisch-Schleswig. Wie schaut es mit unseren Bündnispartnern aus? Sie werden akzeptieren. Ah, nee, einige würden nicht akzeptieren. Spanien und Anhalt zum Beispiel. Okay. Wir erklären jetzt erstmal den Krieg. Wir könnten aber noch welche in den Krieg rufen. Ich meine, wir haben die meiste Armee. Es geht immer darum, wer hat die meiste Armee. Der ist dann der Kriegsanführer meines Wissens. Wir haben 154 Brigaden. Die USA hat deutlich weniger. Die USA haben aber ein paar Schiffe, die wir gebrauchen könnten. Deswegen würde ich die Waffenhilfe anfragen bei den USA. Portugal ebenfalls. Und Spanien wollte uns, glaube ich, nicht helfen, richtig? Genau, die wollen nicht. Okay. Was sind sonst noch unsere wichtigen Bündnispartner? Die Bayern.
Die Württemberger, Baden. Haben wir mit Hessen? Ja, die Hessen helfen uns. Sachsen helfen uns auch. Exzellent. Was ist mit denen hier? Sachsen-Weimar, Wiesbaden. Nee, Nassau war das. Also, ja. Sehr schön. Haben wir nicht auch mit Hannover? Machen wir mit Hannover ebenfalls. Dass die uns alle helfen mit ihren Truppen. Sizilien. Holen wir mal noch dazu. Toskana. Blöd, dass ich das jetzt so einzeln machen muss, aber geht schon in Ordnung. Das sollte ja auch an sich reichen. So, perfekt. Die Niederlande sind mit dabei. Darauf haben wir spekuliert. Alle haben unser Militärbündnis geehrt. Wir marschieren jetzt direkt hier rein. Vorwärts. Vorwärts. Direkt mal hier nach Utrecht, Breda, Arnheim. Machen wir es vielleicht so, um das dort zu besetzen. Ah, genau, wir können natürlich auch hier weiter marschieren. Also eigentlich könnten wir alles direkt da hochschicken oder den Großteil. Den Großteil dann dorthin. Mobilisieren denn die Feinde? Sie scheinen erstmal nicht zu mobilisieren. Nö. Mal schauen, ob sie noch mobilisieren werden. Das sollte uns ja hier unten angezeigt werden. Hier sind sogar Rebellen, von denen wir dann die Belagerung übernehmen, umso besser. Übernehmen wir hier die Belagerung direkt von den Rebellen. Schlacht von Utrecht haben wir direkt gewonnen, ausgezeichnet. Die Armee bleibt. Aha, die ersten haben mobilisiert. Württemberg und Sachsen. Alles noch kein Problem. Sehr schön. Gut. Eine weitere Armee ist da. Ah ja, das ist sogar ein Verteidiger. Dann würde ich sagen, packen wir den noch schon mal nach Flensburg, dass wir das Kriegsziel uns holen. Ja, dann können wir eigentlich direkt da hochmarschieren, auch noch mit der anderen Armee. Schlacht von Maastricht haben wir gewonnen. Ich denke, wir werden hier relativ schnell alles belagern. Mittlerweile habe ich doch auch überall Kavallerie. Genau, damit geht die Belagerung auf jeden Fall schneller. So, wir erledigen mal noch die hier. Bin ich hier nicht? Ah, die laufen noch nach Norden. Okay. Ja, haben die mobilisiert? Immer noch nicht. Aber in Amsterdam, warte mal, wird mir das vielleicht nur nicht angezeigt? Doch, die haben Niederlande hat mobilisiert. Das heißt, ich muss sofort in die Hauptstadt und Skandinavien hat es auch mobilisiert. Wie viel können die mobilisieren? Steht das irgendwo? Hm, die kommen jetzt natürlich einzeln. Spielst du mit preußischer Armee? Ich spiele Österreich, Neolaser. Also, ich spiele mit österreichischer Armee. Ja, wollen wir auch mobilisieren? Ist es notwendig? Was meinen meine Berater im Chat? Sollen wir mobilisieren? Wolli Wonka schreibt noch, die armen Niederländer. Wie sollen die denn jemals den niederländisch-belgischen Krieg führen? Wo die Belgier lieber in Russland kämpfen und niemand weiß, wie sie da hingekommen sind. Ja, in Victoria 3 auf jeden Fall. So. Wir bleiben mal hier direkt stehen. Dann gehen wir noch dorthin. Gehen wir mal hier nach Kiel. Ich glaube nicht, dass wir mobilisieren müssen, habe ich das Gefühl. Ich glaube, das wird ein relativ einfacher Krieg werden. Nächste Schlacht gewonnen. Wir gewinnen halt die ganzen kleinen Schlachten, weil wir halt sofort hier die Niederlande überrumpeln. Sie haben nicht mal die Chance zu mobilisieren, weil alles, was sie halt mobilisieren, besiegen wir sofort, weil halt unsere Armeen dort stehen.
Und das heißt, sobald wir mit den Niederländern fertig sind, können wir halt direkt in die Sk zu den Skandinaviern. Schlacht von Leeuwarden haben wir gewonnen. So, dann würde ich sagen, rücken wir mal direkt vor. Einen Verteidiger auf jeden Fall brauchen wir hier oben. Oh ja, der scheint mir doch perfekt dafür zu sein. Schicken wir den mal dorthin, dich dorthin. Dich dann gleich noch dort. Du hast doch auch gleich gewonnen. Dann darfst du noch nach Aalborg. Und damit haben wir, glaube ich, schon wieder ganz Dänemark auch gleich besetzt. Die Portugiesen verlieren hier leider die Seeschlacht ein wenig. Aber gut, das sollte uns keinen Abbruch tun, dass wir hier diesen Krieg gewinnen. Ist auf jeden Fall auch ein spannender Krieg, der jetzt hier geführt wird. So, wir haben eine wichtige Forschung gemacht. Ich würde sagen, dann holen wir uns doch jetzt die Elektrizität. Militärisch sind wir wirklich stark dabei. Ja, meine Verbündeten laufen hier überall durch. Oh, die Skandinavier sind in unseren Kolonien. Wie süß. Haben wir hier Truppen? Ich habe hier vor allem eine Armee mit sehr viel Artillerie stehen. Aber ich glaube, wir müssen uns denen nicht stellen. Ich glaube, wenn wir hier ganz Dänemark noch erobern, sollte schon alles gut laufen. Schade, dass wir so viel Infamie haben, also, oder und dass es noch keine großen Kriege gibt. Wobei, das wäre jetzt ja auch kein großer Krieg. Aber man könnte hier so viel so schnell besetzen. Wir haben jetzt hier keine Seekontrolle, das heißt, ich kann hier nicht rüber. Das heißt, wir besetzen einfach mal ganz Dänemark und hoffen, dass das uns ausreicht für den Sieg. Ja, die wollen auch schon Frieden. Ich glaube auch, dass wir sonst nichts Sinnvolles hinzufügen können. Also eine Region zu erobern kostet uns 10. Platz an der Sonne würde uns 10 Infamie, 11 und das Platz an der Sonne kostet dann 10 Infamie, so rum. Niederlande wäre sicherlich spannend, weil wir jetzt hier direkt ein Grenzgebiet haben, so Gelderland. Aber dafür jetzt 11 Infamie zu bekommen. Oh, warte mal, was ist denn das? Befreit kulturelle Sippschaft. Luxemburg. Ah, Luxemburg würde Teil unseres Einflussbereich werden. Ja, das könnten wir machen. Das ist jetzt zwar nur so eine Kleinigkeit, aber das kostet uns keine Infamie. Zur Abwechslung mal, weil sonst kostet uns alles Infamie. Dann fügen wir doch das mal als Kriegsziel hinzu. Und da können wir, glaube ich, nichts mehr Sinnvolles machen. Nee. Aber beides wollen sie bestimmt nicht. Das würde uns jetzt 40 kosten, wir haben noch nicht genügend Kriegsziel, ja. Die Frage ist, was würde passieren? Gut, wir haben ja auch noch nicht ganz Dänemark besetzt. Ich glaube, das reicht, wenn wir gleich ganz Dänemark haben. Ich glaube, ich kann gleich wieder in die Heimat marschieren. Apropos, ich glaube, wir sollten auch schon mal wieder in die Heimat marschieren. Vielleicht auch mal wieder sinnvoller. So. Die anderen zwei Gebiete haben wir gleich und dann sollten wir doch hoffentlich genügend Kriegspunkte haben. Wir gewinnen auch nochmal eine kleine Schlacht. Das gibt uns auch nochmal einen Kriegspunkt. So, hier Rückzug. Alles zurückziehen. Denn sonst können wir hier nämlich nicht mehr durchmarschieren. Dann müsste ich alles mit der Flotte holen. Das wollen wir nicht. Falls die halt jetzt kommen, die Niederländer, müssen wir halt dann schnell Frieden schließen. Hatten die jetzt so schnell dieses Akure besetzt? Katowice ist eine Kernprovinz geworden. Warte mal, Katowice? Das ist ja Teil von Schlesien. Dass das überhaupt keine Kernprovinzen mehr von Österreich sind? Teilweise schon. Liegnitz schon, okay. Anhalt. Meinung steigern auf herzlich. Wie wäre es, wenn du dich auch zurückziehst? Wieso bleibst du stehen? Du auch, Rückzug. Würden sie den Frieden jetzt schon machen? Oh ja, sie würden den Frieden machen. Jetzt warten wir nur noch, bis unsere Truppen zurückmarschiert sind. Dann können wir den Frieden schließen. Ja, jetzt sind sie nämlich schon dort gelandet. Aber jetzt reicht's, glaube ich. Kabiota! Ave! Danke für dein Follow. So, jetzt schließen wir Frieden. Das war ein sehr schneller Krieg. Wir bekommen dieses Kerngebiet hier. Luxemburg wird befreit. Fortfahren. Sehr schön.
Luxemburg ist jetzt einfach in unserer Einflusssphäre. Wie geil ist das denn? Können wir da direkt ein Bündnis machen? Natürlich. So, haben zwar keine Armee, aber was soll's. Luxemburg ist jetzt Teil unserer Einflusssphäre. Und wir haben jetzt hier eben Flensburg und Abenra erobert. Können wir denn hier sinnvolle Fabriken bauen? Was gibt's denn dort? Hier gibt es eigentlich nur Vieh. Das heißt, wir sollten aber auf jeden Fall eine Konservenfabrik bauen für das ganze Vieh. Fände ich gut. Es gibt auch schon eine Kleiderfabrik, die läuft überraschend gut sogar. Schön. Schön, schön, schön. Wir können mal den Marinestützpunkt ausbauen, die Eisenbahn. Hervorragend. Hervorragend. So, die Frage ist jetzt, ob schon der nächste Krieg bedeutet, wir wollen gegen Preußen marschieren. Dann ist auch die Frage, wie wir uns da aufstellen. Das wird ein bisschen komplizierter werden. Ich meine, gegen die. Entschuldigt. Ich verwende immer die falschen Worte. Ich meine Frankreich, nicht Preußen. Meine Güte. Da hätten wir ja theoretisch auch direkt das Kriegsziel. Die Frage ist, lohnt es sich vielleicht einfach noch ein bisschen zu warten? Weil das würde ja theoretisch ein großer Krieg werden. Ich würde vorschlagen, wir warten auf die großen Kriege, senken noch unsere Infamie ein bisschen und dann machen wir einen großen Krieg draus und dann könnten wir ja noch ein bisschen mehr als Elsass-Lothringen von Frankreich fordern. Oder Ungarn ist ja mit Frankreich verbündet, dann könnten wir mal wieder von Ungarn irgendwas fordern, was uns wichtig erscheint. Wo wir sagen, hey, das haben wir doch ausgebaut, das wollen wir wieder zurück. Etwas günstiger dann. Ja. Das heißt, wir wollen jetzt erstmal eine Friedensphase machen. Vielleicht lasse ich ein paar Armeen hier an der Grenze schon mal stehen auch. So, dann haben wir doch hier Truppen. Wir haben auf jeden Fall Truppen bei Preußen-Deutschland an der Grenze. Hier ist noch eine Armee. Ich muss dran denken, meine Fabriken immer schön auszubauen, wenn die gut laufen. Sehr schön. Und wir können die nächste Reform machen. Sehr gut. Das akzeptable Schulsystem haben wir jetzt. Damit sollte unsere Schulbildung weiter steigen. Denn die Alphabetisierung ist traurig. Nur jeder Zweite in Österreich kann lesen und schreiben. Seit wir aber Ungarn verloren haben, wurde sie besser. Das ist die traurige Wahrheit. So, hier werden nochmal die Beziehungen verbessert. Wir haben ja auch noch einen Kriegsgrund eigentlich gegen die Briten. Vielleicht können wir den bei Gelegenheit mal durchsetzen. Wer wäre eigentlich die kulturelle Sippschaft? Also ich meine, der Rückeroberungsgrund ist Helgoland. Aber beim Rest bin ich mir nicht so sicher. Wo wollten wir noch Beziehungen verbessern? Ich glaube, bei Russland und Frankreich ist jeder und Deutschland ist alles verloren. Da brauchen wir keine Beziehungen zu verbessern. Und Ungarn, weiß ich nicht, lohnt sich da Beziehungen zu verbessern? Also da wollen wir auch Gebiete zurückhaben. Skandinavien, da wollen wir ja keinen Krieg mehr. Also Skandinavien, wir können gerne wieder Freunde werden. Ich hätte auch nichts dagegen mit einem Bündnis mit Skandinavien. Ich würde sagen, wir versuchen hier wieder ein bisschen das Ganze zu kitten. Und vorher sollten wir jetzt mal noch unsere Kolonien holen. Protektorat erstellen. Protektorat erstellen. Und Protektorat erstellen. Und damit, meine Damen und Herren, präsentiere ich Österreich, österreichisch Afrika. Es sieht nicht perfekt aus, das liegt an Skandinavien und an Spanien, sonst hätten wir es hier noch ein bisschen schöner haben können, aber ich glaube, wir können mehr als zufrieden sein, meine Freunde. Wir können hier mehr als zufrieden sein. Das sind stolze Kolonien, die uns gut weiter voranbringen werden und uns auch wichtige Ressourcen liefern werden. Gummi und Ähnliches sollten wir dort auch bekommen können. Es wurde ein Botschafter beleidigt. Aber ein Erniedrigungskriegsgrund jetzt gegen Frankreich? Nein. Wie gesagt, wir warten noch ein bisschen. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Skandinavien weiterhin die Beziehungen verbessern. Mit den USA haben wir sehr gute Beziehungen. Sehr schön. Wir müssen jetzt halt aufpassen, dass wir nicht uns isolieren. Denn wir sind schon ziemlich isoliert. Frankreich, Russland, Deutschland mag uns gar nicht. Und die Briten sind auch keine perfekten Freunde von uns. Wir müssen versuchen, wieder mit Briten und Skandinavien uns gut zu stellen, dass wir es halt dann hinbekommen, die drei Mächte hier im Kern zu besiegen. Schöne Ecke in EU4, die große Goldecke der Welt, mein Wolli Wonka. Ja. Uns fehlen ein bisschen die Diplomatiepunkte.
Achso, ich kann jetzt halt meine. Wir haben ja, glaube ich, gar keine Möglichkeiten mehr, irgendwas zu kolonisieren. Hatten wir schon mal geguckt, genau. Das bedeutet, wir können jetzt halt diese Sachen noch machen, kurz. Protektorate erstellen, überall. Also unsere ganzen Kolonien zu Protektoraten mit Koloniepunkten auszubauen. Das ist sehr billig und stärkt dann dort die Staaten jeweils. Ich bin mir gar nicht sicher, was es exakt bringt. Sie werden auf jeden Fall irgendwie aufgewertet. Kennt sich da irgendjemand von euch genauer mit aus, was es denn im Detail bringt, dass wir jetzt aus unseren ganzen Kolonien solche Protektorate machen? Für eine Kolonialprovinz müsste es ja dort mindestens 1% Bürokraten geben, aber mich würde erstmal interessieren, was die Protektorate bringen. Ah, das war's. Haben wir gemacht. Haben wir gemacht. Sehr schön. Die Frage ist, ich glaube, wir könnten sogar ein bisschen Geld mal sparen. Ich werde mal hier den Unterhalt ein bisschen reduzieren. Ich glaube nicht, dass es jemand wagt, sich uns entgegenzustellen. Bisschen Steuerentlastungen. Huch, nicht so viele. Auch bei den Zöllen mal auf irgendwie 95% runtergehen. Dann können wir es bei Gelegenheit auch mal ein bisschen wieder erhöhen. Sehr schön. Ich muss mal wieder meine Sphäre anschauen. Daran habe ich ja gar nicht gedacht. Wen haben wir alles in unserer Sphäre? Baden. Das sind schon wieder die Franzosen am Werke. Bayern. Bayern sieht relativ gut aus. Das sind die Skandinavier aber tatsächlich ein bisschen dabei, uns Probleme zu machen in Bayern. Die scheinen dabei nichts zu investieren, anders als die Deutschen und die Franzosen. Das heißt, wir werden die Franzosen mal ausweisen. Bremen. Was sind die Briten? Ja, da investieren die Briten. Da muss ich die Briten mal ausweisen. Heißt, wir müssen in Bremen wieder was investieren. Frankfurt. Ist alles gut. Hamburg. Sieht auch solide aus. Hannover, da können wir mal wieder die Deutschen rausschmeißen. Ausgezeichnet. Hessen. Investieren da die Franzosen? Nö, scheinbar nicht. Okay, Hessen-Kassel. Alle noch auf neutral, das ist gut. Lippe-Detmold will auch keiner haben. Doch, die Deutschen investieren hier. Jakobinische Rebellen. Sie investieren aber, glaube ich, sehr langsam, kann das sein? 14,1. Oh, Torom! Wow, du hast für 6 Monate auf Stufe 1 abonniert. Wow, vielen lieben Dank, Torom. Das ist ja eine tolle Unterstützung. Dankeschön. Das ist ein großer Vertrauensvorschuss. Vielen lieben Dank. So, genau, Lippe Detmold. Müssen wir ein bisschen aufpassen, ein bisschen mehr investieren. Luca. Das sind die Franzosen. Auch noch, die uns Probleme machen. Luxemburg. Hä? What? Luxemburg ist in unserer und in der französischen Einflusssphäre? Hier steht jetzt halt aus Sphäre entfernen, aber entfernen wir den dann aus französischer oder aus unserer Sphäre? Ich bin verwirrt. Hier steht, das wird uns 10 Prestige kosten und uns eine Infamie einbringen. Das wollen wir natürlich nicht. Das würde bedeuten, dass wir die aus unserer Sphäre, glaube ich, rauskegeln. Aber, hä? Okay, durch den Krieg sind die jetzt in zwei Sphären gleichzeitig. In französischer und in unserer. Das ist ja ganz komisch. Aber wie kann ich denn die aus der französischen Sphäre jetzt rausbekommen? Ach du Schande. Oh, ich wusste gar nicht, dass man Einheiten von Marionettenstaaten kontrollieren kann. Das ist ja eine neue Sache, die ich nicht wusste. Okay, spannend. Schutzmacht. Ha. Was ist, wenn ich jetzt die Botschafter ausweise von Frankreich? Nee, wartet, ich habe eine bessere Idee. Wir werden mal die Meinung senken von Frankreich. Ob das schon reicht? Ja, jetzt sind sie nur noch vertraut. Ha. Damit haben wir sie rausgedrängt. Sehr schön. Läuft. Lübeck. Lübeck, Lübeck.
Lübeck sieht's eigentlich solide aus. Sind da die Briten? Nö. Nicht so schnell wenigstens. Mecklenburg. Ah, das sind, glaube ich, die. Ja. Da haben wir mal wieder die Deutschen am Werk. Nassau. Nassau haben wir, glaube ich, ein paar mehr. Aber keiner, der so. Doch, die Deutschen investieren hier. Der Rest aber eher nicht. Okay. Das heißt, wir könnten bei Nassau auch mal die Botschafter aus dem angeblichen Deutschland, was wir nicht akzeptieren, ausweisen. Oldenburg sieht erstmal alles gut aus. Das lassen wir mal, wie es ist. Parma. Werden wir mal Meinung senken machen bei den Franzosen. Sachsen. Können wir, glaube ich, erstmal drauf verzichten. Sachsen-Coburg. Hallo, Roggo. Da sollten wir mal. Oh, shit. Das sind die Deutschen fast durch. Stimmt. Das wird ein bisschen gefährlich werden. Sachsen-Coburg-Gotha. Sachsen-Meiningen. In der Einflusssphäre. Ja, das ist alles in Ordnung. Sachsen-Weimar. Sieht soweit auch gut aus. Da brauchen wir nichts mehr zu investieren. Sizilien. Verdammt. Sizilien habe ich nicht gesehen, dass leider die Franzosen kurz davor sind, uns rauszukicken. Das ist bitter. Ich weiß nicht, wie ich deinen Namen aussprechen soll. Danke für den Follow. Hagar? Wie spreche ich dich richtig aus? Diese Zahlen in Namen kann ich immer nicht deuten. Aber willkommen. Toskana. In der Toskana ist eigentlich alles ruhig. Da können wir mal die Meinung der Franzosen senken. Aber Sizilien zu verlieren wäre traurig. Wie Hager. Okay, Hager. Hallo Hager. Württemberg sieht auch gut aus. Okay, das heißt, wir hatten jetzt zwei Probleme. Sachsen-Coburg-Gotha. Und Sizilien-Neapel. Ah ja, bei Holstein können wir noch die Meinung steigern. Da versuchen wir ja wieder, die zu bekommen. Ich glaube, bei Bayern können wir mal ein bisschen weniger investieren. Bei Baden. Ja, können wir auch ein bisschen weniger investieren. Anhalt. Anhalt müssen wir wieder viel investieren. Mecklenburg. Ja, okay, das muss reichen. Lord Sherrick, auch dir einen wunderschönen guten Abend. So, kümmern die sich jetzt hier überhaupt eigentlich? Wie wär's mal, wenn ihr euch um Rebellionen kümmern würdet? Danke. Haben wir irgendwo eine Rebellion, die ich nicht sehe? Hier habe ich ja noch meine Armee, die werde ich mal wieder hier hinbringen. Und auch der wahre Heimerdinger ist am Start. Abe, ich grüße dich. Ich grüße dich, so. Holen wir die ab? Ich würde sagen, wir teilen die mal auf. Die Artillerie bringe ich in die Heimat. Aber diese vier, genau, der Rest bleibt dann dort und diese vier Schiffe. Ach ja, wir haben jetzt ganz viele Panzerschiffe. Da könnte ich mich vom Großteil wieder trennen. Tatsächlich. Weil die eh sauteuer sind. Und das haben wir ja nur gemacht für die. Schon mal die Hälfte weg davon, würde ich vorschlagen. Können wir gleich wieder löschen. Das senkt uns natürlich übrigens auch ab. Das sind, glaube ich, Großkampfschiffe, oder? 36 Punkte. Jetzt haben wir nur noch 18 Punkte. Also damit sind wir dadurch natürlich schwächer geworden, aber das spart uns ordentlich Geld. Und ein paar können wir ja behalten. Ich habe sehr viele Pläne für Victoria 3. Absolut, ja, Torom. Also, Victoria 3 wird ja zum 25. Oktober kommen. Ich habe schon dort auch ja, versucht, einen Kontakt aufzubauen. Ich hoffe sehr, dass ich vor dem 25. Oktober euch Content zeigen kann zu Victoria 3, dass es schon Livestreams und YouTube-Videos gibt. Falls ihr den YouTube-Kanal noch nicht kennt von mir, Ausrufezeichen YouTube. Und dass ich dann euch ganz viel zu Victoria 3 zeigen kann. Da möchte ich mich richtig reinfuchsen, auch Tutorials dazu machen und etc. Und ich denke, dass ich zum Start zwei
Projekte parallel machen werde. Einen Livestream zu Victoria 3, wo ich immer weiter mit einem Land weiterspiele und ein Let's Play auf YouTube. Also zwei Projekte zu Victoria 3, über die ihr euch dann freuen könnt. Ah, hast du eine Pickelhaube, Gaius? Nein, ich habe keine Pickelhaube. Ich habe aber so einen Zylinder. Ich habe mir überlegt, wenn wir dann Victoria 3 spielen, dann könnte ich diesen Zylinder aufsetzen. Das ist halt jetzt halt, ja, so ein ganz normaler Zylinder, ne? Sieht jetzt nicht perfekt aus. Ist jetzt nicht aus einem Shop da ausgeliehen, der da besser passen würde. Ist jetzt nicht so perfekt, auch diese Zeit, aber weiß ich nicht, ob das könnt ihr dann mal entscheiden, wenn ich ihn aufsetze, wie gut er ausschaut. Aber ich habe jetzt nicht irgendwie noch was Passendes in der Hinsicht. So, das ist auf jeden Fall meine kleine Rebellenarmee, die wir jetzt hier in den Kolonien haben. Wir haben ja hier zum Glück den Suezkanal, das macht es einfacher für unsere Flotte, da runterzukommen. So. Partisanen, aber keine Garibaldis Rothemden, da müssen wir immer ein Auge drauf haben. Und jetzt apropos, wir müssen jetzt echt ein Auge drauf haben, was hier passiert. Botanik-Expedition ist gestrandet. Unsere vor einiger Zeit entsandte Botanik-Expedition ist mit einem, was, leckgeschlagenen Schiffsrumpf und ohne Rationen in Marrakesch gestrandet. Der Expeditionsleiter hat über ein heimkehrendes Schiff mitteilen lassen, dass man für die Fortsetzung der Reise ins Herz der Finsternis zusätzliche Geldmittel benötigt. Sollen wir zusätzliche Geldmittel aufbringen? Ja, natürlich. Die 100 Mark oder was auch immer das ist, die werden wir aufbringen. Auf meinem Discord-Server wird auch relativ schnell eine Victoria 3 Multiplayer-Runde organisiert werden. Ja, da könnt ihr dann natürlich auch mitspielen. Die Planungen dafür übernimmt Luke, einer meiner dann Victoria 3 Beauftragten und einer meiner Moderatoren. Und da sollten ihn dann auch ein paar unterstützen. Also wir haben schon so ein kleines Team in Planung als Victoria 3 Beauftragte. Luke hat schon gemeint, er wird dann direkt an dem Wochenende, wo Release ist zu Victoria 3, so eine erste Test-Multiplayer-Runde laufen lassen, wo alle von euch mitspielen können. Einfach so zum Spielen, um das zu lernen. Und dann eine Woche später startet eine offizielle Runde mit einem kleinen Regelwerk, mit Organisation etc. So, ja, hier haben wir jetzt das Problem, dass die schon relativ schnell hier vorwärts kommen. Wir haben jetzt die Elektrizität, das sieht super aus. Armeemäßig haben wir hier noch ein bisschen Zeit, deswegen würde ich sagen, versuchen wir noch mehr bei der Industrie voranzukommen. Holen wir uns mal noch die Eisenbahn Stahl hier. In Hannover gibt es noch Rebellen. Hä? Ach, der hier. Die Kommunisten. Komme ich da durch? Da komme ich durch. So, ich brauche noch Militärzugang von Hannover. Dann kann ich sie unterstützen. Mit diesem kleinen kommunistischen Rebellenproblem. Das wollen wir ja nicht haben. So, kommen wir zurück. Sizilien. Mal schauen, wie schnell wir jetzt hier aufholen können. Das wird aber echt ein bisschen knapp werden. Also vielleicht muss ich noch ein bisschen... Ich meine, bei Holstein sind wir ja schon super schnell. Da können wir mal ein bisschen reduzieren, würde ich vorschlagen. Bei Anhalt... Ah, bei Anhalt müssen wir Power geben. Bei Mecklenburg können wir auch ein bisschen reduzieren. Lippe-Detmold. Da müssen wir so schnell weitermachen. Hannover. Können wir ein bisschen ruhiger angehen. Bremen. Können wir auch ruhiger angehen lassen. Bayern. Bayern ist wichtig, dass wir auf Stufe 2 bleiben. Baden. Das ist die Frage, die Franzosen machen aktuell nichts. Kann ich mal drauf verzichten? So, den Rest brauche ich, glaube ich. Und wir können schon wieder die nächste Reform verabschieden. Und damit haben wir die letzte Bildungsreform, ein gutes Schulsystem. Und ab jetzt möchte ich bitte keine Reformen mehr machen müssen. Wir haben jetzt die guten Reformen uns geholt. Gesundheitsschutz, Bildungssystem, der Rest kostet uns nur sinnlos Geld. Zylinder gefällt dir schon mal, das ist doch schön. So. Dann wird die Bevölkerung in Tlemcen jetzt mal reduziert werden, leider. Oh, ordentlich reduziert worden, aber dafür ist die Militanz auch gesunken. Okay, kommen wir mal hier zurück. Größte Gefahr ist tatsächlich aktuell hier die Deutschen. Mal schauen, ob wir auf 65 kommen.
Können die unseren Einfluss? Ne, die müssen uns erst aus der Sphäre, glaube ich, rausholen, sonst können sie nichts machen. Die Frage ist, bekommen wir 65 Punkte, bevor sie 100 haben? Oh ja, sie halten nämlich an. Sie halten an. Wir haben sehr viel Glück gerade. Und auch hier sieht es noch gut aus. Die Franzosen haben auch irgendwie angehalten. Aus irgendeinem Grund, da haben wir einfach mal Glück. Hier machen sie jetzt wieder weiter. Es könnte aber reichen. Ich glaube, das sollte auch reichen, dass wir 65 bekommen, oder? Ist ein bisschen knapp. Ist ein bisschen sehr knapp. Anhalt. Mal ein bisschen weniger noch bei Anhalt. Konservative haben ordentlich Zustimmung im Oberhaus verloren. Wo ist es denn jetzt wichtig, Sachsen hier? Ich muss hier schnell auf die 65 kommen. Das reicht aber scheinbar nicht ganz. Ja, doch, es könnte knapp. Boah, das wird so knapp. Das wird so knapp, bevor die auf 100 kommen. Brauchen wir die 65. Schaffen wir es oder schaffen wir es nicht, Leute? Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Ich glaube, wir schaffen es. Das wäre natürlich perfekt. Und dann wäre es auch auf den letzten Drücker geschafft. Ja, wir schaffen es. Und ein kolonialer Zwischenfall. Wir bekommen einen Kriegsgrund gegen die USA. Aber wollen wir einen Kriegsgrund gegen die USA haben? So. Jetzt werden wir erstmal die Botschafter ausweisen. Heieieiei. Dann muss ich in Anhalt wieder mehr pumpen. In Sizilien sieht es gut aus. In Anhalt hinken wir jetzt natürlich sehr stark hinten dran. Oh, ein internationaler Konflikt um Polen gegen Russland. Ein unabhängiges Polen wäre durchaus in unserem Interesse, wenn das dann auch in unserer Einflusssphäre wäre. Also wir könnten da Russland vertreten. Das wäre dann ein Krieg. Ha, das wäre jetzt leider schon ein Krieg. Ihr wisst, was ich sagen möchte. Vor den großen, bevor es diese großen Kriege gibt. Das hätte gerne noch ein bisschen hinausgezögert werden können. Aber ich denke, das könnten wir tatsächlich machen. Das ist durchaus realistisch. Dann sollten wir aber sicherheitshalber jetzt schon mal die Vorräte wieder erhöhen. Das ein bisschen erhöhen. Dass wir nicht so viel Minus machen. Ah, wir machen immer noch Plus, sehr schön. Ja, jetzt fragt nämlich Polen, ob wir die Unterstützung möchten. Achso, wir können ja auch keine, genau, kein Dings mehr machen. Ich würde sagen, wir probieren es jetzt einfach mal. Es kann natürlich sein. Das Problem ist, die Großmächte werden sich halt alle gegen uns wenden. Also schauen wir mal kurz die Großmächte an. Also die Briten, das weiß ich nicht, wie die sich entscheiden. Die Franzosen werden sich gegen uns entscheiden. Die USA hoffentlich für uns. Russen gegen uns. Skandinavien wahrscheinlich gegen uns. Ungarn weiß ich nicht. Deutschland gegen uns. Aber ich sag mal so, Frankreich, Russland, Deutschland sollten wir aufhalten können. Aber das ist jetzt sehr schwer einzuschätzen. Aber ich fände schon so ein unabhängiges Polen unter unserer Einflusssphäre, das würde Russland ordentlich schwächen, wäre zu unserem Interesse. Wir probieren es. Im schlimmsten Fall verlieren wir. Aber ich würde es gern versuchen durchzusetzen. Wir schlagen eine Lösung vor. Sie wollen aber dieses Angebot nicht annehmen. So, wie schaut's aus? Die Briten sind nicht auf unserer Seite. Ach du Schande. Die Briten sind völlig gegen uns. Die Franzosen natürlich auch. Skandinavier auch. Die Ungarn sind auch gegen. Okay, alle sind einfach gegen uns. Ja, dann war es doch kein so cleverer Move, weil ich weiß nicht, ob wir gegen die ganze Welt diesen Krieg führen können. Hey. Wir könnten natürlich versuchen, wieder jemanden zu überzeugen. Wer ist denn so von denen noch? Die Deutschen haben zum Beispiel nur in Anführungszeichen 53 Brigaden. Die Briten wären schon, glaube ich, gut, wenn wir die wenigstens auf unsere Seite bekämen. Kann ich die irgendwie überzeugen? Zum Beispiel, wenn wir jemanden erniedrigen. Nee, das wollen sie nicht. Ihr Interesse an der Unterstützung ist aber. Es ist, wir sind, glaube ich, auch so weit auseinander, dass es ihnen auch, dass sie auch kein Interesse hätten, irgendwas zu erobern.
Oder dass irgendwas aus der Sphäre geholt wird. Nee.